Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Unter meinem Video Steuererklärung Kryptowährung Import Coin Tracking in Wieso Steuer. Den Link zum Video findest du unten in der Videobeschreibung, wurde mir folgende Frage gestellt. Wie kann ich die importierten CSV-Daten wieder komplett löschen? Die Antwort findest du nun in diesem Video. Wir befinden uns hier in Wieso Steuer, in dem ich die Daten aus Coin Tracking importiert habe. Um diese nun wieder rückstandslos zu löschen, gehe ich wie folgt vor. Zum einen wurden hier unter private Veräußerung Kryptowährung, virtuelle Währung und sonstige Token importiert. Hier befinden sich aufgrund der Menge der Transaktionen zwei Einträge. CryptoTrade Steuerreport 2023 Teil 1 und Teil 2. Um diesen nun zu löschen, klicke ich nur einfach auf das Mülleimer-Symbol und lösche so den ersten Eintrag und auch den zweiten Eintrag. Und klicke hier unten auf OK und dann nochmal unten auf OK. Und wie du siehst, wurden die Einträge bei den privaten Veräußerungen komplett gelöscht. Dann wurden hier noch Einnahmen aus Leistung aus Cointracking importiert. Und auch hier lösche ich den CryptoTrades Steuerreport 2023 mit Klick auf das Mülleimer-Symbol. Bestätige das Ganze und klicke hier unten auch nochmal auf OK. Damit wurden die aus Cointracking importierten CSV-Dateien in Wieso Steuer komplett gelöscht. Hast du weitere Fragen dazu? Schreibe diese gerne unten in die Videokommentare. Bis zum nächsten Mal!